will. Mit der richtigen Optik, Lothar Späth, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, großer Freund des Tennissports. Philipp von Weigel. Triftino. Klasse Return von Becker. Allerdings etwas statisch da. Pete Sampras. 30-15. Das erste Ass. 30-15. Sampras gibt ja pro Ass 100 amerikanische Dollar an die Krebshilfe. Da kommt natürlich bei ihm im Laufe des Jahres was zusammen. An die 70.000, 80.000 Dollar gehen da an die guten Zwecke. Der dreht er raus. Das war eben Jan Tiriak hier, Chef in der Halle. Brauchte ich Ihnen aber, glaube ich, nicht zu sagen. Spielzeit. 3-2-Führung. Halle, das ja über 5 Sätze gehen kann. 15-0. Ich weiß nicht, Sie haben sich im Bild, aber Boris Becker schaute etwas ratlos. Den wird er doch wohl nicht ausgesehen haben. Also einwandfrei, klasse Ball, Rückhand Longline. Ja, der war noch vor der Linie. Tennis von beiden. Klasse Aufschlag, erstklassiger Return. 30-15, 30-15. Und Becker ahnt da die Seite, macht den Punkt. Sagt ja, ich sage es auch, dann und wann, wenn Pete Sampras eine Schwäche hat, dann den Aufschlag return, aber davon ist hier überhaupt nichts zu merken. Eiskalt ausgekontert. Drei gute Returns von Pete Sampras. Becker allerdings nicht immer mit dem ersten. Und der Amerikaner hat seine erste Breakchance.
Boris, Attacke. Gut gemeint, aber sicherlich weiß Becker selbst, was er jetzt zu tun hat. Schlag im Moment nicht da. Knapp insgesamt bisher in diesem ersten Satz über 40% nur. Und zweiter Doppelfehler. Ja, Becker merkt, dass Sampras drüben einen langsamen Start gehabt hat. Den konnte Becker ausnutzen. Aber jetzt spielt sich sein Gegner doch so langsam in Stimmung. Mal wieder ein erster. Becker ist schnell vorn. Aber dennoch der Punkt und das Break für Sampras. Drei beide. Gut gemeint jetzt vom Publikum. Becker gleich wieder den Rücken zu stärken. Stundenkilometer waren das eben, allerdings Fehler. Wird nicht in die Wertung aufgenommen. Von Becker war im Verlauf der gesamten Woche allererste Klasse. 15, 30, voll durchgezogen. Da haben wir Magdalena Breskva. Rhythmische Sportgymnastik, mal nicht in Farbe in der Bildzeitung, sondern bei uns im ZDF. Bilder und Ton sagen alles. Chance für Becker. Auf dieser großen Leinwand übrigens da oben können die Spieler, wenn es strittige Situationen gibt, da wird das Fernsehbild, unser Bild, ausgestrahlt, hinschauen und korrigieren und überprüfen vielmehr, ob alles richtig war. Vielleicht hat Zukunft, vielleicht nicht. Mit fast 200 Stundenkilometern durch die Mitte.
zu bezwingen in dieser Phase. Pete Sampras am Netz.